Schönen guten Tag, mein Name ist George Stergio. Ich bin hier der leitende Arzt der Abteilung für Gesichts- und Plastische Chirurgie der Praxisklinik Urania in Zürich. Das heutige Thema ist die Boxernase oder anders gesagt die Sattelnase. Wie korrigiere ich so eine deformierte Nase und wie entsteht überhaupt so ein Problem? Es gibt verschiedene Ursachen für eine Sattelnase. Sie kann angeboren sein, früher durch eine Infektion der Syphilis oder Lues kann ein Kind auf die Welt kommen, das einen Einbruch im Bereich der Nase hat, also eine angeborene Ursache. Darum werden oftmals Frauen bei Verdacht auf Lues vorgeburtlich schon getestet, damit diese Sache abgeklärt ist. Ein anderes Thema ist natürlich das erworbene Problem, oftmals nach Unfällen, ganz speziell im Kontaktsportbereich, sprich Boxen, sehen wir unglaubliche, deformierte, plattgedrückte und eingeschlagene Nasen. Der Nasenrücken ist eingebrochen, die Nase ist verbreitert und das ist absolut eine operationswürdige Geschichte, nicht nur aus ästhetischer, sondern auch aus funktioneller Sicht. Aus funktioneller Sicht haben die Patienten eine massiv eingeschränkte Nasenatmung, das heißt die Funktionen der Nase, nämlich Filtration, Erwärmung der Luft und überhaupt der Luftdurchlass durch die Nase ist dermaßen erschwert, dass die Patienten reine Mundatmer sind. Das heißt, in der Nacht atmen sie nur noch durch den Mund. Unfiltrierte Luft gelangt in die Lungen. Diese Leute haben meistens auch Probleme im Bereich der wiederholenden Angina-Anfälle, das heißt auch Infekte des Nasen- und Rachenraumes. Es ist wichtig, dass man auch bei so einer Nase vor der Operation allenfalls eine spezifische Abklärung macht, das heißt Nasenatmung, Messungen durchführt, aber auch Bilder, um zu sehen, in welchem Ausmaß ist das knöcherne Fundament beeinträchtigt. Wie korrigieren wir das? Bevor ich euch das sage, einfach nochmal, wenn ihr euch wirklich für eine seriöse Beratung im Bereich dieser Nasenoperationen oder dieser Schönheitsoperation der Nase interessiert, nehmt euch bitte einen kostenlosen Beratungstermin hier in meiner Sprechstunde Praxisklinik Urania Zürich. Kontaktdaten sind unten aufgeführt. Also nochmals, wie korrigieren wir eine Sattelnase? In aller Regel muss man von Anfang an sagen, müssen wir alle Gewebeareale, sprich Haut, Schleimhaut, Knorpel, Knochen, müssen wir wiederherstellen. Also hier geht es um Wiederherstellungschirurgie eigentlich und nicht nur um Schönheitsoperationen. Wir müssen die Nase in der Form und der Funktion wiederherstellen. Wir brauchen Knorpel. In der Regel haben wir zu wenig Knorpel an der Scheidewand. Das heißt, wir brauchen Knorpel entweder vom Ohr, noch besser von der Rippe. Das heißt, wir haben eine Zweitoperation, die wir hier einschließen. Und wir müssen den Knochen, das heißt die Pyramide der Nase, neu definieren. Das heißt, wir müssen sogenannte Osteotomien, das heißt Brüche, gezielt mit einem speziellen Meißel durchführen, damit die äußere Nasenpyramide und die innere Scheidenwand perfekt gestützt ist, damit auch die Haut und die Schleimhaut dann entsprechend ein schönes Resultat ergibt. Es ist immer wichtig, vor so einer Operation mit dem Patienten auch in Bezug auf die Ästhetik dreidimensional eine Analyse durchzuführen. Erstens, um ein realistisches Resultat zu besprechen und die Erwartungshaltung des Patienten dann entsprechend auch einzuschätzen. Aus dem Vorhergesagten ist klar, dass es sich bei dieser Operation um eine größere, komplexere Nasenoperation handelt. In aller Regel wird diese Operation offen durchgeführt, weil ja sehr viele Strukturen nicht ideal vorliegen. Das heißt, wir haben eine zusätzliche Narbe am Nasensteg. Wir haben eine zweite Operationswunde in der Regel auf der rechten Seite des Thorax, das heißt an der Brustwand, weil wir die siebte oder achte Rippe entnehmen. Und somit besteht natürlich ein gewisses Infektionsrisiko, aber auch postoperativ, das heißt im Nachgang der Operation, eine längere Heilungszeit. Die Patienten müssen wissen, dass das Resultat nicht garantiert werden kann.
Ich muss persönlich sagen, in meinen Händen kommt immer die entsprechende Analyse im Vordergrund, sodass die Patienten zu 80-90% bei komplexen Fällen ein schönes Resultat bekommen. Allenfalls ist nach 6-12 Monaten eine kleine Korrekturoperation notwendig. Also diese Fälle sind nicht einfach und allenfalls auch nicht in einer Operation zu lösen. Falls euch jetzt das Video im Bereich der Sattelnase nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach unten. Ansonsten gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen und Bemerkungen habt, könnt ihr jederzeit die unten anbringen. Videobeschreibung ist unten aufgeführt. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Videokanal abonniert, um wöchentlich neue Informationen zum Thema Schönheitsoperationen und ästhetische Medizin zu bekommen. Euer Dr. Stergio aus Zürich. We'll be right back.